So, hallo und herzlich willkommen zu dem, naja, lang erwarteten, kann man ja jetzt schlecht sagen, aber zu dem Let's Play, auf den vielleicht einige von euch gewartet haben, auf das Let's Play, worauf einige von euch vielleicht schon gewartet haben. Ja, ich habe mir seit Ewigkeiten mal vorgenommen, Alice Madness Returns mal wieder zu spielen. Jetzt durch die Let's Plays habe ich da eine super Möglichkeit. Und ja, ich werde bei diesem Spiel hier vollkommen... Vielleicht auf keinen Fall. Normal schwer, normal schwer. Ja komm, wir wollen ihm was zeigen. Ja, ich werde bei diesem Spiel hier vollkommen auf Story und Psyche eingehen, weil das ist, was mich in diesem Spiel so sehr fasziniert. Und ich habe ja gehört, ihr fand das lange Intro bei Dark Souls langweilig, dann werde ich hier vielleicht auch mal ein bisschen rein. Ich versuche mich zurückzuhalten. Viel Spaß. Komm schon, Alice. Es ist nur ein Traum. Es ist kein Traum, sondern eine Erinnerung. Und sie macht mich ganz krank. Vergiss. Und jetzt, Konzentration. Warte, du schwebst wieder. Schwerelos. Eine Chiffre. Entspann dich. Ich bin in der Hölle. Vergiss das. Gib diese Erinnerung auf. Sie ist unproduktiv. Lass es. Geh ins Wunderland. Ich kann nicht. Ich bin gefangen. Im Flur. Sergeant, das Mädchen hat schwere Verbrennungen. Rufen Sie einen Arzt. Wird sie wieder gesund? Nein, Alice. Lösche diese wahre Vorstellung. Vergiss sie. Geh ins Wunderland. Lieber nicht, Doktor. Mein Wunderland liegt in Trümmern. Für mich ist es tot. Deine Präferenzen sind unerheblich, Fräulein. Also, Alice, wo bist du? Ich segle mit einem Freund. Es ist irgendwie anders. Alles hat sich verändert. Veränderung ist gut. Das erste Glied in der Kette des Vergessens. Was ist hier los? Ja, ob die Veränderung so gut ist? Ich bin nicht verrückt. Kaninchen? Das ist nicht richtig. Was macht es da? Was nicht? Ja, damit werden wir das mehr machen. Werden wir damit so konfrontiert. Werde ich nicht. Schwarz, Verderben! Es bringt mich um! Das Wunderland ist zerstört! Mein Verstand eine Ruine! Vergiss es! Verdränge diesen Traum! Erwache! So, Alice, es geht uns besser, oder? Mein Kopf explodiert und in meiner Brust schlägt eine Dampframme. Nun ja, das Vergessen fordert seinen Tribut. Von meinen Erinnerungen wird mir übel. Was kann ich... Erinnere dich an andere Dinge. Aber ich will vergessen. Wer will denn allein sein, gefangen in den Trümmern seiner Erinnerungen? Ich werde dich befreien, Alice. Oft genug ist das Gedächtnis mehr Fluch als Segen. Das sagten sie bereits. Ziemlich oft. Und ich sage es erneut. Für die Vergangenheit muss man zahlen. Also, vor unserer nächsten Sitzung besorgst du diese Pillen in der High Street Apotheke. Natürlich, Doktor. Ja, dieser Doktor ist ja schon mal sehr unsympathisch. Jetzt muss ich wohl vergessen, Alice. Also, der nächste. Charlie, dein Paps wurde für den Mord an deiner Mama gehängt, die dich schlug. Es gibt keine schöne uns Geschichte. Vergessen, Charlie. Die Vergangenheit ist tot, Charlie. Die Elendshütte, die Familie, die keine war, nie eine war. Scheint, als können wir hier. Du bist jetzt daheim, Charlie. Aber ich glaube, da habt ihr nicht so sehr Lust drauf. Du schwebst. Hör zu. Okay, wir befinden uns hier in. Bei Ego-Perspektive. Wir befinden uns hier in einem Waisenhaus, wie das aussieht. Der Lokus stinkt widerlich. Schlimmer überall als dein Zimmer? Dialoge. Olli hat meinen Schlüpfer geklaut. Trocken gefüttert.
Oh mein Gott. Ja, wir befinden uns hier offenkundig in einem Waisenhaus, mehretagige Betten, leicht zerlumpte Kinder. Wo ist die Tür? Wir selbst sehen ja auch nicht gerade so top gekleidet aus. Zurück in die Ego-Perspektive, die das ganze Spiel hier ein bisschen sehr interessant macht, finde ich. Ja, Doktor, nicht verkehrt, immer noch krank im Kopf? Mein Fall ist hoffnungslos. Im Endstadium. Oh ja. Alice im Endstadium. Tödliche Krankheit. Ja, wie tödlich dieses Spiel ist, das werden wir noch kennenlernen. Boah, diese Musik im Hintergrund. Was hat denn jetzt hier? X. Ich spiele selbstverständlich mal wieder auf dem Controller. Die Illustrated News stillt den unersättlichen Appetit auf die häusliche Hölle und Industriekatastrophen. Feuer in Streichholzfabrik, sechs Mädchen vermisst. Was wäre vorhersehbarer? Die Welt ist im Wahn. Oh ja, fröhliche Stories nach der anderen. Keine Mama und Verwandten, sie ist eine Waise. Mann, die lästern über mich. Doktors Liebling. So gut fürs Irrenhaus. Verrückt wie ein Hutmacher, nur nicht so charmant. Hat ihr später Familie in einem anderen Traum, vielleicht. Boah, eine Kinderwache. Na gut, weg von diesen ganzen lästernden Kindern. Dieses Gebuddel ruiniert mir den Rücken. Hier ist eine Sackgasse. Und diese Bastarde sagen, aber ich versuch mal nicht, diese ganzen spontanen Dialoge hier einzugehen, davon sind es einfach zu viele. Lustiger Geiselmann. Oder lieber Pagadini? Katze! Katze weg. Ah, du bist keine Katze. Okay. Wenn hier die Katze war, dann ist sie jetzt auch weg. Kann man da rundherum gehen? Nee. Katze! Hallo Kätzchen. Mietz. Hab keine Angst. Kätzchen. Meine Katze. Und unwichtige Nebendialoge. Warte, wird er verprügelt? What the... Das wird ihm eine Lehre sein. Gib's ihm! Was zur Hölle? Ja, das ist diese sehr grobe Welt von Alice. Wir folgen hier weiter mal durch eine dunkle Gasse einem schneeweißen Kätzchen. Kätzchen? Oder dunkler Gang. Dunkler Gang. Wo ist diese Katze jetzt hin? Ja, das wissen wir doch. Warte. Jedes Wesen muss letztlich sterben. Trotz Schmerz ist die Überreste einer Kreatur zu sehen. Oh ja. Der lustige Vegetarier. So. Okay. Hurenviertel. Du bist doch ein richtiger Job. Kein Windelnwechsel. Lest euch das da unten durch, wenn ihr wollt, dann wisst ihr, warum ich das hier das Hugo-Viertel nenne. Pelzigen Wesen in dunkle Höhlen zu folgen, wird langsam zur Gewohnheit. Ich hoffe nicht zum Laster. Kätzchen. Jetzt glaube ich, habe ich es gerade verloren. Da hätte ich mich nicht umdrehen dürfen. Kätzchen. Das ist übrigens eine Katze, da laufe ich gerade nicht selbst. Sind sie immer böse. Der sieht nicht gerade gesund aus. Ja, noch einer. Geht weg. Boah, die ist ja noch hässlicher. Zum Überspringen. Nein, wir überspringen. Wie? Schwester Whitless. Welch ein Glück. Dabei. Schon zum zweiten Mal. Ganz allein draußen? Siehst fertig aus, Liebes. Geht's dir nicht gut? Nicht wirklich. Ich sehe fertig aus? Komm doch mit und sieh dir meine Täubchen an. Hübsche Vögelchen. So wie du. Nein, lieber nicht. Unser letzter Besuch hat mich etliche Pfund gekostet und nichts gebracht. Ich könnte mich erinnern, wo dein heutiges Karnickel hin ist. Ich erinnere an der Stelle nur mal an Cold Roar. Immer noch verrückt. Was wunderbar. Häubchen, ich meinte Steuererklärung. Vor den eigenen
meinen Augen 10 Jahre in Rutledge und das alles für die Katz. Dr. Bambi schafft's auch nicht. Friemelt an den immer gleichen Fragen rum. Das Feuer, ihre Erinnerung, ich kann's nicht mehr hören. Ich verdiene Anerkennung, oder etwa nicht? Ich glaub, die mögen. Wer hat ihr neue Kleider besorgt, ihr einen Platz bei Bambi verschafft? Wo wär sie denn ohne mich? In der Gosse. Ihren Hintern verkaufen. Aber sie mag meine Täubchen. Spuckte tatsächlich mal ein Pfund aus oder so. Aber was ich weiß, ist viel mehr wert. Hab sie schließlich nicht verraten. Hab sie sagen hören, alle meinetwegen gestorben. Ich konnte euch nicht retten. Hab ihr gesagt, mein Schweigen ist zu kaufen. Ja, ich Schweigen zu kaufen. Ja, sehr gut. Guter Mensch, ehrlich. Nicht wie ihre Nanny, diese hochnäsige Hure. Oder dieser Anwalt Radcliffe, der ihr das blöde Karnickel wegnahm. Brauch Kohle. Hab sie gewarnt, dass ich den Bullen sag, wenn sie meinem Spendenaufruf nicht folgen. Ja, sie kreischt und spielt total verrückt. Vergisst den eigenen Namen manchmal, hab ich gehört. Ich lerne dich gleich. Also ihr merkt schon, Alice ist nicht ganz normal. Sowohl das Spiel als auch der Charakter ist nicht ganz normal. Alice Riddle. Wer den ersten Teil von LTR, damit muss ich mich jetzt gerade noch orientieren. Okay, ein bisschen umgucken, scheinbar. Wer den ersten Teil von Alice gespielt hat, Schwester Whitless, wird wissen, wollen dass Sie mir ganz normal abläuft. Mich wieder ins Irrenhaus bringen? Was soll ich sagen? Meine Güte, habe ich einen Durst. Durst? Brauch was zu trinken. Muss mir dringend die Kehle befeuchten. Pepsi, vorbei. Uah. Sie haben irgendwie alle diese Zahnprobleme. Nein, ich will immer noch nicht überspringen. Hübsche Vögelchen. Okay, so das kennt ihr im Trailer. Die ins Wunderland. Hat ihre Familie es ist nur ein Traum. Schluss. Das ist nicht so der ganz normale Weg ins Wunderland, den man aus Filmen und Büchern kennt. Nicht ganz. Nicht ganz. Wir merken schon, Alice ist etwas brutal angehaucht. Gut. Ich sagte, wir merken schon, jetzt merken wir davon nichts mehr. Gleitend wie ein Schmetterling. So, ich hoffe, jetzt kommt richtig die Rumrennen-Action. Sehr aufreibende Reise. Aber ich bin Pris los, oder? Das, was aus ihr wurde. Ein hübsches Kleid nebenbei. Wenigstens ist mir dieser Ort hier irgendwie vertraut. Ja. Mit dem lustigen Schwein, Kuh, Vogel. Vermaledeite Katze, zieh mich nicht auf. Ich bin am Rande des... Perfekt. Denn wenn du nicht am Rande bist, nimmst du zu viel Platz. Dieser Humor. Aber du weißt, ich kann es sein. Ich kann mich selbst erschrecken. Falls notwendig, besten Dank. Ich hoffte, dem allen entfliehen zu können. Vergiss es. Im Wunderland herrschen neue Gesetze, Alice. Unrecht aller Orten. Wir sind hier in Gefahr. Sei auf der Hut. Ja. Ich kann mich aber nicht erbrennen, Luft auflösen. Ich muss mich erstmal mit der Steuerung vertraut machen. Rumrennen. Springen. Okay, bis dato nicht so schwierig. Hey! Wollt mit dir spielen? Scheiß Kuh, Rind, Vogel, Affe, was auch immer. Okay, ich versuche auch so ein bisschen so Nebenecken zu erkennen. Nebenecken zu erkennen, hat jetzt jeder verstanden, was ich sagen wollte. Ich versuche auch auf eben sowas einzugehen. Hier, Erinnerung. Du bist ein halber Frosch, Alice. So wie du springen kannst. Ja, wir können nämlich immer wieder Teile unserer Erinnerung aufsammeln und dadurch mehr über uns selbst erfahren. Und da bin ich so einer, der versucht, immer komplett alles einzusammeln, was da geht. Deswegen laufe ich diese ganzen unnützen Pfade immer mal gerne einmal ab. Also es wird nicht einfach nur ein
Run-Through. Ich probiere einmal alles mitzunehmen, was da geht. A springen. Viel mehr ist gerade noch nicht von uns gefordert. Und ein bisschen gleiten, was ich auch sehr cool finde. Upsala, jetzt sind wir runtergefallen. Ah, wobei, hier gibt es bestimmt wieder einen coolen Weg nach oben. Oder habe ich hier noch was mitzuholen? Also, ja, ich gehe so wenig auf die Deko ein. Wir sehen hier eine weinende Frau als Deko. Es ist nicht ganz so die Umgebung, die man aus so Alice spielt. Spring noch einmal von diesem Tisch, Alice, und ich fall tot um. Du bist viel zu leichtsinnig, meine junge Dame. Ja, leichtsinnig sind wir gerne. Rumrennen. Und irgendwelchen kleinen weißen Katzen folgen. Mehr Erinnerung. Amanita muscaria, Alice, ist bloß ein übel riechender Pilz. Schwammige Konsistenz, aber giftig. Okay, können wir jetzt Pilze essen oder was? Ja, hier, Elefant durchs Nadelöhr und so. Funktioniert nicht. Egal, weiter nach oben. Ja, hier wieder Nadelöhrprinzip. Wobei, können wir bei den Blumen was machen? Nope. Ja, hier runter. Wobei mir das auch noch einer Sackgasse aussieht. Trink mich, steht da. Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Klein, aber Deutsch. Oho und so weiter. Trotz Ermangelung eines Badekostüms ist ein Sprung in diesen Teich wohl angebracht. Oh meine Güte, in diesem Teich schrumpfe ich. Ob ich mich ganz auflöse? Das wäre unschön. Beinahe. Das wäre sehr unschön. Andererseits kannst du, während du klein bist, Dinge sehen, die deinem großen Selbst verborgen bleiben. Oh ja, diese Fähigkeit ist verstehe, so wie den Wald vor lauter Bäumen, nur andersherum. Kurzsichtigkeit ist wohl nicht nur eine Frage der Perspektive. Okay, das war jetzt ein bisschen zu hoch für mich. Den Wald vor lauter Bäumen nicht nur andersrum, denn die Bäume vor lauter Welt. Kein Plan. Okay, LB um zu schrumpfen. Hier, das ist die Schrumpfansicht. Okay, ich muss ganz ehrlich gestehen, wir sind schon über der Zeit. Wie klein sie sich machen gerade noch kann, mit. So zusammengerollt sieht man sie kaum, wie eine Füchsin in ihrem Bau. Ich stelle gerade auch fest, die Bilder, die da unten eingeblendet werden, sind immer von anderen Leuten. Also es scheint mehrere Leute in unseren Erinnerungen zu geben. Ja, aber was sich hinter diesem Nadelöhr da vorne verbindet, das erfahren wir wohl erst im nächsten Part. Wir sehen einige dunkle, düstere Zeichen, die uns hindeuten, was sich wohl darin befindet. Bis dahin.